أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض، أنا الداء. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sein Diener und Gesandter ist. Amradul Ummah, die Krankheiten der Ummah, liebe Geschwister, dieses Thema behandeln wir seit geraumer Zeit. Ein jeder Muslim wünscht sich, dass der Islam eine Izzah hat, Ehre hat und Stolz hat, dass der Islam am höchsten steht, in seinem Leben und über allen Dingen. Und das ist, was Allah Azza wa Jal für diese Religion vorgesehen hat. Niemand darf dem Islam entgegenwirken und niemand darf dem Islam entgegenhandeln, weil Allah Azza wa Jal diese Religion für alle Menschen bestimmt hat. Und wundere dich nicht, o Diener Allahs, wenn ich dir sage, es gab niemals eine andere Religion als die Religion des Islam. Inna dina inda Allahi l-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist einzig und alleine der Islam. Welche Religion sollte da sein, die eine bessere Religion wäre als die Religion des Islam? Weißt du denn nicht, dass Noah ein Muslim war? Nuh alayhi salatu wassalam. Weißt du denn nicht, dass Ibrahim alayhi salatu wassalam ein Muslim war? Weißt du denn nicht, dass Musa alayhi salatu wassalam ein Muslim war? Und dass auch Jesus, Isa alayhi salatu wassalam, ein Muslim war? Und derjenige, der ihn als letztes gefolgt ist, ist Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ich rede heute nicht mit euch über eine neue Religion. Ich rede über die Religion aller Propheten, über die Rechtleitung, die Allah azza wa jal schon immer so auserwählt hatte und niemals geändert hat. Niemals gab es eine andere Religion und es wird niemals eine andere Religion geben, die Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala akzeptiert. Höre diese gewaltige Ayah und die solltest du tief in deinem Herzen tätowieren, wenn du ein Gläubiger sein möchtest. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Und wer eine andere Religion erwählt, ganz gleich welche Religion es ist, so wird sie niemals von ihm angenommen werden. Macht dich das nicht stolz? Du bist auf der richtigen Religion. Und wer eine andere Religion erstrebt als die Religion des Islam, niemals wird Allah dieses annehmen. Und am Tage der Auferstehung gehört er zu den Verlierern. Ein Verlierer. Einer, der nicht getan hat, was Allah Azza wa Jal von ihm gewollt hat. Allah hat ihn erschaffen, ohne dass Allah ihn gefragt hat, ob er erschaffen werden möchte. Und Allah wird ihn sterben lassen, ohne dass Allah ihn um Erlaubnis bittet. Wer sollte entscheiden außer Allah? Und ich frage dich eine Frage, o Diener Allahs. Und du hast bestimmt schon einmal darüber nachgedacht. Wie möchtest du sterben? In welchem Zustand möchtest du sterben? In einem Zustand, wo du eine Sünde machst und danach Allah Azza wa Jalla deine Seele nimmt? Oder in einem Zustand, wo du eine gute Tat begehst und dann deine Seele genommen wird? In welchem Zustand möchtest du sterben? Und wenn du stirbst, möchtest du, dass die Engel der Barmherzigkeit deine Seele nehmen? Oder möchtest du, dass die Engel der Strafe deine Seele nehmen? Welche Engel sollen deine Seele nehmen? Höre diese gewaltige Ayah. Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala sagt, فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. Und wie, wenn die Engel dann ihre Seelen nehmen? Du weißt, deine Seele wird genommen werden. Von den Engeln.
Und wie, sagt Allah Azza wa Jalla, wenn dann ihre Seele von den Engeln genommen wird? Welche Engel? Höre, es gibt nicht nur Engel der Barmherzigkeit. يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. Sie werden auf ihre Gesichter und auf ihre Rücken einschlagen. Warum, ja Allah? Ja Allah, wir wissen, du bist ein barmherziger Herr. Und wir dienen dir einzig und alleine. Warum bestrafst du überhaupt Menschen, ja Allah? Die Antwort hast du in dieser Aya. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ تَبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ. Dieses deswegen, weil sie dem gefolgt sind, weil sie das gemacht haben, was Allah zornig macht. Gestern haben die Kuffar ihr Fest gehabt, Silvester. Und Subhan al-Malik, ich wundere mich über viele Muslime, die fragen sich, warum haben wir so einen Zustand in der Umma? Weil ihr es seid, die Allah zornig macht. Ja, wir machen Allah zornig. Gestern, wie schnell waren die Leute, wenn es darum ging, dass irgendwo eine Party stattfindet? Wie schnell sind sie zur Party geeilt? Wie schnell sind sie zur Sinna geeilt? Zu das, was Allah Azza wa Jalla zornig macht. Wie schnell sind sie dorthin gegangen, wo der Alkohol getrunken wird? Sie waren schnell. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهِ. Dieses deswegen, weil sie dem gefolgt sind, was Allah zornig macht. Gestern, wie viele von den sogenannten Muslimen haben Alkohol getrunken, haben Sinner gemacht, sind ins Bordell gegangen, haben Partys gefeiert, haben das Schändliche gemacht. Und genau diese Leute, wal-iyadu billah, sagen, wo ist der Sieg Allahs? Ihr seid schuld, dass Allah Azza wa Jalla uns nicht den Sieg gibt. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ. Dieses deswegen, weil sie dem gefolgt sind, was Allah zornig macht. Ja, Allah ist das alles. Und sie haben gleichzeitig gehasst, was Allah zufrieden macht. Ja, Achi, komm zum Gebet. Ah, ich habe heute was zu tun. Komm zum Jum'a. Wie viele Leute sind heute nicht beim Jum'a, weil sie so viel getrunken haben, dass sie besoffen auf der Straße umgefallen sind? Wie viele sogenannte Muslime haben gestern Drogen genommen, haben irgendwelche Sachen genommen, die Allah Azza wa Jalla hasst, nur um dem zu folgen, was sie lieben in diesem Leben. Aber sie haben vergessen, dass Allah Azza wa Jalla diese Leute nicht ohne Grund bestraft. Höre, Allah Azza wa Jalla sagt, فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. Wie dann, wenn die Engel ihre Seelen nehmen? Wie? Während sie sie dabei auf den Gesichtern und auf die Rücken schlagen. Weißt du, mit was sie geschlagen werden, o Diener Allahs, die Kuffar und die gelebt haben wie die Kuffar? Mit einer Eisenstange, wir nennen das Mitraq. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn die gesamte Menschheit von Dschinn und Menschen versuchen würden, diesen Eisenhammer zu tragen, sie wären nicht in der Lage dazu. Welche Engel sollen deine Seele nehmen? Warst du gestern auch auf eines dieser Feste? Wie viele Leute kennst du, die gestern gerannt sind zur Unzufriedenheit Allahs, zum Zorn Allahs, und wir vermissen sie heute? Zur Vergebung Allahs, zur Gehorsamkeit Allahs. Allah, subhanahu wa ta'ala, er möchte dir vergeben. Höre, was Allah Azza wa Jalla sagt. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah möchte euch vergeben. Allahu Akbar. Allah möchte euch vergeben. Allah, er reicht dir seine Hand. Er möchte dir vergeben. Allah sagt dir das im Koran. Aber höre, was er weiter sagt, subhanahu wa ta'ala. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Diejenigen aber, die ihren Gelüsten folgen, wollen euch vom geraden Weg wegbringen. Schaut mal, Allah erreicht dir seine Hand, subhanahu wa ta'ala. وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ. Allah möchte euch vergeben. Aber die Leute der Gelüste möchten, dass ihr weit vom geraden Weg abhört. Mit Drogen, mit der Sinna, mit der Musik, mit all den Dingen, die Allah Azza wa Jalla verboten hat. Was möchtest du? Die Vergebung Allahs, und Allah hat sie dir versprochen? Oder möchtest du, o Diener Allahs, denjenigen folgen, die bei Allah in der Irre sind? Was denkst du, warum sie dir diese Sachen anbieten? Und wie billig das alles ist? Sie wollen verhindern, dass du ein reiner Mensch bist. Das lieben sie nicht. Die Kuffar
lieben nicht, und ich rede über den Großteil der Kuffar, nicht alle. Die Kuffar wollen nicht, dass du dich reinhältst. Schaut mal, wenn eine Schwester in der Schule irgendwo ist, sie hat einen Niqab, sie hat einen Gesichtsschleier. Wie wird sie angeguckt in der Schule? Wie wird sie behandelt von den Lehrern? Wie wird sie behandelt von den Lehrern, liebe Geschwister? Wie wird diese Frau, o Diener Allahs, von den Schülern behandelt? Wie wird einer behandelt, der einen Bart hat, der den Koran liest, der sich fernhält vom Alkohol und von den Drogen? Wie wird er gesehen? Ah, das ist eine Schlaftablette, subhanallah. Die wollen nicht, dass wir uns reinhalten. Und ich bitte meine Geschwister, dass sie heute Geduld zeigen. Wir werden die Khutbah etwas verlängern. Bi'idhnillah as-sami' al-alim. Weil heute an so einem Tag, und wir haben nicht oft solche Tage, wir haben Schulferien und die Leute haben auch keine Arbeit. Also bitte ich euch um Geduld, dass wir ein paar Minuten überziehen. Möge Allah azzawajal uns Geduld geben. Lut alayhi salatu wassalam. Er sagte zu seinem Volk, die Verbrecher waren. Er sagte zu ihnen, dass sie mit dieser Homosexualität aufhören sollen. Dass sie Männer mit Männer miteinander schlafen. Wal-iyadu billah. Dass sie den Alkohol trinken. Dass sie das Üble machen. Hört mal, was ihre Antwort war zu Lut alayhi salatu wassalam. Akhriju ala Lutin min qariyatikum innahum unasun yatatahharun. Schmeißt die Sippe Luts heraus. Und die Gläubigen, die mit ihm sind, das sind Leute, die wollen sich reinhalten. Was hat sich seitdem geändert? Zwischen dem Volk von Lut und den heutigen Völkern. Warum werden wir angegriffen? Warum werden wir hier angegriffen? In diesen Ländern. Weil wir uns reinhalten wollen. Das ist alles. Sie hassen es, dass wir uns reinhalten. Sie hassen es, dass wir sie auf ihre Fehler hinweisen. Dabei tun wir das in Liebe. Dabei tun wir das, damit sie zum Islam kommen, damit sie auch die Errettung vor dem Höllenfeuer bekommen. Weil wir als Muslime wissen, wenn jemand als etwas anderes stirbt, außer als Muslim, wallahi al-azim, er wird in das ewige Höllenfeuer gehen. Allahumma najina min al-nar. Das ist unsere Aqida. Daran glauben wir fest. Und die Kuffar können tun, was sie wollen. Sie kriegen diese Wörter niemals aus unseren Herzen heraus. Niemals beten in al-Sami al-Alim. Warum? Weil wir eine Aqida haben. Wir haben eine Religion. Wir wissen, wir sind nicht einfach so erschaffen worden. Und wir wissen, Allah azza wa jal wird uns yawm al-qiyama allesamt befragen. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah schwört auf sich selber, bei deinem Herrn, wir werden sie allesamt befragen, was sie in diesem Leben getan haben. Darfst du in diesem Leben tun, was du willst? Wenn du in diesem Leben tun dürftest, was du willst, o Diener Allahs, warum sollte dich Allah über dein Leben befragen? Warum? Aber Allah befragt dich über dein Leben, weil du nicht leben durftest, wie du willst. Allah, er hat dir eine Religion geboten. Allah Azza wa Jal, er hat dir einen Lebensweg vorgegeben. Diesen Lebensweg musst du beschreiten in deinem Leben. Es ist nicht deine Wahl. Ich sage es dir, es ist nicht deine Wahl. Richtig. Du selber entscheidest, ob du ein Allah-Ergebener sein möchtest oder nicht. Ob du ein Muslim sein möchtest oder nicht. Richtig. Aber Allah hat dir einen Weg vorgegeben, wie du lebst. Weil Allah besser über dich Bescheid weiß als du selber. Weil Allah barmherziger zu dir ist als du selber. Wie viele töten sich selber? Wie viele, liebe Geschwister, tun so, als ob sie selber entscheiden könnten? Schau mal, der Ärmste, der kotzt irgendwelchen Leuten ins Gesicht und will dir davon erzählen, dass er weiß, was für sich am besten im Leben ist. A'udhu billah. Er säuft und er kotzt und bricht und redet Übles und macht Übles. Und dieser will entscheiden, der Ärmste, was er für sich selber im Leben am besten empfindet und was nicht. Subhanallah. Wo sind wir? Was haben wir für eine Vorstellung über das Leben, liebe Geschwister? Daher, Allah reicht dir die Hand, subhanahu wa ta'ala. Und die Krankheit, über die wir heute reden, ist das Irregehen der Jugendlichen, insbesondere, liebe Geschwister, in Hiraf al-Shabab. Dass die Jugendlichen vom richtigen Weg, vom geraden Weg abirren. Warst du einmal in eines der Gefängnisse? Hier in Berlin oder in Deutschland oder anderswo. Geh durch die Gefängnisse und dann schau, wer alles da drin sitzt. Ahmed, Mohammed, Mahmoud, Abbas, unsere Leute. Unsere Leute! Und wir brauchen das nicht zu verschweigen. Warum sitzt Mahmoud im Gefängnis? Warum sitzt Ahmed im Gefängnis? Warum sitzt Mohammed im Gefängnis? Aus einem der Gründe der Dunya. Wegen der Dunya. Entweder geht es um Drogen, er wollte viel Geld verdienen. Oder es ging um eine Streiterei, wem dieses Mädchen gehört, ihm oder ihm. Oder sie haben sich getötet für irgendetwas vom Besitz der Dunya.
All diese Krankheiten haben sie mit hereingeschleppt in das Gefängnis, lieber Diener Allahs. Subhan al-Malik. Was sucht ein Muslim im Gefängnis? Ich frage euch, was sucht ein Muslim im Gefängnis? Und Allah hat diesen Muslim ausgezeichnet. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Umma, die beste Nation, die zu den Menschen hervorgebracht wurde. Subhan al-Malik, du sollst die Leute zur Rechtleitung führen und sie nicht ins Verderben stürzen. Komm Ahmed, lass uns einen Joint rauchen. Komm Mohammed, lass uns ins Schwimmbad gehen. Komm, lass uns in die Shisha-Bar gehen. Sind das die Leute, die Allah beschrieben hat? Mit ihr seid die beste Gemeinschaft. Ta'muruna bil ma'ruf, ihr gebietet das Gute. Wa tanhauna anil munkar, und ihr verbietet das Schlechte. Wa tu'minuna billah, und ihr glaubt an Allah. Deswegen sitzt ihr im Gefängnis. Wegen diesen Dingen. Und ihr stiftet noch andere dazu an, dass sie genau dasselbe Leben leben wie ihr. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. Welches sind die Menschen, die Allah Azza wa Jal am liebsten sind? Eine leichte Frage. Eine einfache Frage. Welche Menschen liebt Allah am meisten? Das waren die Fragen der Sahaba, radiallahu anhum, weil sie wollten zu den besten Menschen gehören. Aber wir wollen ins Gefängnis. Mit Drogen, mit der Sinna, mit Kriminalität. Wir wollen ins Gefängnis. Die Sahaba wollten nur Allah dienen, auf beste Art und Weise. Auf beste Art und Weise. Sie fragten, ja Rasulallah, welches sind die besten Menschen? Er sagte, höre, أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلْ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ. أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ. Die besten Menschen sind diejenigen, die am nützlichsten für die Menschen sind. Bist du nützlich für die Gesellschaft? Egal in welcher Art und Weise. Ich frage dich, bist du nützlich? Oder bringst du nur andere Leute zum Schlechten? Und du selber machst das Schlechte. Und du rufst zum Schlechten, du rufst in das Höllenfeuer herein. Walayyadu billah. Al-Munafiquna wal-Munafiqat ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil-Munkar wa yanhauna anil ma'ruf. Sie gebieten einander das Schlechte. Komm Muhammad ins Schwimmbad. Komm Ahmed, wir drehen ein Joint. Sie gebieten einander das Schlechte und verbieten einander das Gute. Wollen wir in die Moschee gehen? Was willst du in der Moschee? Lass mal diese Sachen für die dummen Leute. Wir sind Leute, wir brauchen die Dunya. Wir wollen eine Stellung erreichen in der Dunya. Sie gebieten das Schlechte und sie verbieten das Gute. Walayyadu billah. Munafiq! Ein Heuchler. So hat Allah Azza wa Jal diese Leute beschrieben. Rufst du die Leute auch zum Schlechten? O Diener Allahs, Allah Azza wa Jal sagt dir, Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah möchte euch vergeben. Allah wartet nur darauf, dass er euch vergibt. Aber die anderen wollen, dass ihr vom geraden Weg abweicht. Du solltest ein nützlicher Diener sein. Wenn du ein Muslim bist, dann ruf die Leute zum Islam. Dann zeig ihnen die schönen Seiten des Islam. Wenn du ein Muslim bist, dann sprich Gutes und verlasse das Schlechte, dass die Leute wissen, das ist ein Muslim. Mittlerweile, viele Deutsche, und zu Recht, sie sagen, soll das der Islam sein? Soll das der Islam sein, den ich gesehen habe? Guck mal, Subhan al-Malik. Und ich wundere mich, Wallahi al-Azim. Ich wundere mich. Und was für eine Verwunderung, dass trotzdem noch viele Deutsche den Islam annehmen. Das trotz unseres schlechten Verhaltens. Was, wenn wir gute Charaktere hätten? Was, wenn wir gute Menschen wären? Wie viele Leute würden den Islam annehmen? Ein Mensch sieht erstmal deinen Charakter. Er sieht erstmal, wie du dich gibst, wie du gegenüber den Menschen auftrittst. Das ist das Erste, was ihm auffällt. Nicht, was du als Aqida hast. Und dann fragt er dich nach deiner Religion, nachdem er dein Verhalten gesehen hat. Aber wie ist unser Verhalten? Komm, gehen wir den abziehen. Komm, wir klauen ihm das. Komm, wir schlagen den zusammen. Komm, wir drehen den Joint. Komm und komm! Und nicht nur das, Wallahi al-Azim, viele muslimische Jugendliche haben die Deutschen zum Schlechten gebracht. Yahi, wie kannst du ihm das Schlechte beibringen? Du wirst verantwortlich sein, Yaumul Qiyamah, für dein Verhalten. Und wenn dieser Mensch vom Islam abgesteckt wurde, so wirst du zur Rechenschaft gezogen. Ey Allah, du musst ein Vorbild sein. Als Muslim, ja, Allah hat dich zu einem Tayyib gemacht, zu einem guten, angenehmen Menschen. Von dir sollte nur das Gute kommen. Du solltest gut aussehen. Du solltest das Gute den Menschen gebieten und sie zum Guten rufen. Dann wird Allah Azza wa Jal mit dir zufrieden sein. Allahumma rda anna. Amen.
Die Gefängnisse sind voll mit unseren Jugendlichen. Drogen, Partys, Kriminalität, all das sind die Gründe, warum die vielen Jugendlichen von dem geraden Weg abirren, liebe Geschwister. Subhan al-Malik, lasst uns darüber reden, welche Gründe es gibt, warum die Jugendlichen irrgehen. Sie setzen sich den Fittern aus. Sie setzen sich den Versuchungen aus. Ja, was denkst du, wenn du in das Schwimmbad gehst? Ob es danach deinem Herzen besser geht oder schlechter? Ja, was denkst du, wenn du in die Diskothek gehst? Ob du so gläubiger geworden bist oder ob Allah Azza wa Jalla zornig auf dich ist? Ja, was denkst du, wenn du die gesamte Zeit nur das Üble tust, wird dein Iman, dein Glaube steigen oder wird er sinken? Diese Frage solltest du dir stellen. Und die Orte, wo es Versuchungen gibt, sind voll. Von der Shisha-Bar, über das Schwimmbad, über die Diskotheken, über die Orte, die Allah Azza wa Jalla verflucht hat. Diese Orte sind voll. Wir würden uns wünschen, dass die Moscheen so voll werden. Schaut mal, diese Glücksspielcafés und so weiter und so fort. Du denkst manchmal, da ist Khutbatul Jum'ah, so viele Leute, wie du da drin sind. Aber nein, das ist kein Khutbatul Jum'ah. Da geht es nicht um das Gute. Da geht es um das Üble, liebe Geschwister. Über das, was Allah Azza wa Jalla zornig macht. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns verboten, diesen Fittern sich auszusetzen. Und höre, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte. Badiru bil a'mal. Beeilt euch mit guten Taten. Fitanen ka qita'i laylil muzlim. Es wird so viel an Versuchung geben, wie die Finsternis der Nacht. Das heißt, die Versuchungen werden so auf dich kommen, plötzlich über dich kommen, so dass du gar nicht merkst, dass du schon längst in Versuchung hereingefallen bist, du Ärmster. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Einer von den Muslimen, von den Gläubigen, steht morgens als Gläubiger auf und geht abends als Kafir zu Bett. Käfer an einem Tag. Wie? Eine Frau. Sie sagt zu ihm, entweder lässt du die Religion oder ich werde nicht mit dir zusammen sein. Oder ich werde dich nicht heiraten. Oder. Ich mache das. Du bist mein Gott, sagt er hier indirekt. Wir haben von einem gehört, wal'iyadu billah, und ein Bruder kennt ihn persönlich, ein Philistini, ein Muslim. Er hat sich einen schwulen jüdischen Freund genommen und wegen ihm Ridda gemacht. Ridda, er hat den Islam verlassen, um eine schwule Beziehung zu führen. Fitna. Einer von euch steht morgens als Gläubiger auf und geht abends als Kafir zu Bett. Warum, ja Allah? Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Er verkauft seine Religion für einen geringen Preis. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte nicht yabi'u dinahu bi'arad oder bi'dunya. Er sagte bi'aradin min ad-dunya. Er verkauft seine Religion für etwas von der Dunya. Nicht mal für die gesamte Dunya, für etwas von der Dunya. Wie manche heute, sie rufen die Menschen dazu auf und sagen, nein, auch Juden und Christen sind Gläubige. Und wer das sagt, ist ein Kafir geworden. Möge Allah Azza wa Jalla uns bewahren. Weil wer verstanden hat, dass die einzige Religion nur die Religion des Islam ist, der wird niemals für sich akzeptieren und für andere akzeptieren, dass sie eine andere Religion nehmen als die Religion des Islam. A'udhu billah. Man verkauft seine Religion für etwas von der Dunya. Egal, ob es Leute der Religion oder Leute der Dunya sind. Jeder verkauft auf seine Art und Weise diese Religion. Und so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, tu'radu al-fitan ala al-qulub kal-hasir. Die Fittern, sie werden nacheinander kommen wie al-hasir. Al-hasir, das ist eine Matte, die besteht aus Holzblättern. Die besteht aus Holzstäbchen, liebe Geschwister. Das ist sozusagen eine Holzmatte. Ihr seht, wie die Anreihung ist, ein Holzstück nach dem anderen. So werden die Fittern kommen, hintereinander weg. Und höre, wie du dich schützen kannst, so sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَةٌ.
Jedes Herz, was diese Fitna annimmt, warum? Weil er sich erstmal der Fitna ausgesetzt hat. Er ist ins Schwimmbad gegangen, er ist in die Shisha-Bar gegangen, er hat sich mit einem Mädchen getroffen. Jedes Herz, was diese Fitna annimmt, so wird ein schwarzer Punkt in seinem Herzen erscheinen. Ein schwarzer Punkt. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضًا. Und jedes Herz, was diese Fitna ablehnt, so wird ein weißer Punkt in seinem Herzen gemacht, weil er gut gehandelt hat. Was ist deine Aufgabe bei Fitna, O Diener Allahs? Du musst das verwehren, du musst das hassen, du musst das ablehnen und vor allen Dingen darfst du dich der Fitna nicht aussetzen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, man tasharrafa laha tastashrifu. Derjenige, der sich der Fitna aussetzt, so wird sie ihm verschlingen. Das heißt, sie wird ihn mitreißen und Allahu alam, wie sein Ende ist. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Liebe Geschwister, das Problem ist noch ein gewaltigeres. Es gibt nicht nur Jugendliche, und ich rede über unsere Jugendliche, die sich den Fittern aussetzen. Nein, sie prahlen mit diesen Fittern, denen sie sich ausgesetzt haben. Einer erzählt am Tag danach, nachdem er etwas Übles gemacht hat, seinem Bruder, er sagt ihm, wenn du wüsstest, was ich gestern gemacht habe. Ich habe das und das getrunken, er meint den Alkohol. Ich habe mit dieser Frau das und jenes gemacht. Ich habe mir dieses und jenes Lied angehört. Ich war bei diesem und jenem Konzert. Es reicht nicht nur, dass er sich verdirbt. Nein, er verdirbt die anderen. Und höre, wie gewaltig diese Sache bei Allah Azza wa Jal ist. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Kullu ummati mu'afa, illa al-mujahirun au illa al-mujahirin. Kila umma sahih. Er sagte, alle in meiner Umma werden die Vergebung bekommen. Jedem in meiner Umma wird vergeben werden, außer diejenigen, die die Sünden öffentlich machen. Allahu Akbar. Allah hat diese Person, der über seine Sünde erzählt hat, und niemand hat ihn bei dieser Sünde gesehen, Allah hat ihn verdeckt, damit er ihn am Tage der Auferstehung für diese Sünde vergeben kann. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Yadnu ahadukum min rabbihi azza wa jal. Jemand wird am Tage der Auferstehung seinem Herrn näher gebracht. Das bedeutet, er wird von den anderen abgeschottet, abgetrennt. Er ist mit Allah azza wa jal, subhanahu wa ta'ala, yawmul qiyamah. Dann wird Allah azza wa jal diesem Diener sagen, A'amilta kada wa kada, hast du diese und jene Sünde gemacht? Hast du Alkohol getrunken, oh mein Diener? Hast du den Joint geraucht, oh mein Diener? Allah wird ihn an die Sünden erinnern. A'amilta kada wa kada, hast du diese und jene Sünde gemacht? Dann wird der Diener sagen, nein. Er wird zugeben, wer kann etwas verbergen vor Allah Azza wa Jal? Dann sagt Allah Azza wa Jal zu diesem gläubigen Diener, der auch manchmal Fehler gemacht hat und gesündigt hat, aber er bereut hat, Allah Azza wa Jal sagt zu ihm, Inni satartu alayka fi dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Ich habe diese Sünde, die du gemacht hast, verdeckt. Ich habe dich nicht bloßgestellt. Ich habe dich nicht blamiert vor den anderen. Und heute werde ich sie dir vergeben an diesem Tag. Allahu Akbar. Allah hat diese Sünde verdeckt. Deswegen hat keiner diesen Diener gesehen. Was macht er? Allah Azza wa Jal möchte ihn schützen. Er geht aber unter den Leuten und erzählt, ich habe das und jenes gemacht. Er hat den Schleier der Barmherzigkeit von sich genommen. Allah Azza wa Jal wollte ihn schützen. Er aber wollte, dass die Leute wissen, was er an Sünde gemacht hat. Diese Leute, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, jedem in meiner Umma wird vergeben werden, außer diejenigen, die die Sünden öffentlich machen. Du reißt die anderen Leute dazu. Du reißt die Leute zur Sünde. Und deswegen, oh Schwester, die du dich nicht bedeckst und du bringst den Mädchen bei, wal'iyadu billah, wie sie noch verdorbener werden, wie sie Miniröcke anziehen, wie sie Leggings anziehen, wie sie halbnackt rausgehen und die Männer in Versuchung bringen, du bist auch damit gemeint. Weil du die Sünde öffentlich machst. Wal'iyadu billah. Und Allah Azza wa Jal hat diesen Leuten, die die Sünde öffentlich machen und die Gläubigen in Verruf bringen, die Gläubigen mit reinziehen, Allah hat ihnen eine schwere Androhung gemacht. Inna alladhina yuhibbuna
أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Wahrlich diejenigen, die es lieben, dass sie die Gläubigen in Versuchung bringen, dass sie das Üble auf die Gläubigen übertragen, dass sie die Gläubigen mit hereinziehen in die Sünde, so wird es für sie, ja Allah, nur eine Strafe in der, im Jenseits geben, so wird es für sie eine Strafe in der Dunya und in der Akhira geben. Allahumma astunna fawqa al-ard wa tahta al-ard wa yawma al-qiyamah. Wie viele Leute werden hereingezogen? Es wird ein Bild präsentiert von den sogenannten Muslimen. Ein Kafir sagte einmal zu mir, einer, der kein Muslim ist, er sagte, ich verstehe eure Frauen nicht. Sie ziehen von der einen Seite oben ein Kopftuch an und von der anderen Seite ist unten alles unbedeckt. Schau mal, ein Kafir sagt dir diese Wörter. Was willst du ihm antworten? Wallah, ich habe mich geschämt, als er das gesagt hat. Und wisst ihr, was das Problem ist? Wenn heute eines der sogenannten muslimischen Mädchen auf der Straße umfallen würde und keiner sie kennt und keiner sie identifizieren könnte, man würde sie vielleicht mit den Kuffar begraben, weil sie überhaupt nicht muslimisch aussieht. Möge Allah uns bewahren. Der einzige Zeitpunkt, wo sie wirklich bedeckt sein wird, wird, wenn sie ein Kaffern bekommt, ein Totentuch. Dann wird sie endlich das erste Mal bedeckt sein in ihrem Leben. Willst du dann erst dich bedecken, oh Schwester? Wallahi, du wirst bedeckt, ob du willst oder nicht. Früher oder später. Deswegen bedecke dich vorher. Möge Allah unsere Schwestern recht leiten. Und auch ein weiterer Grund, warum die Jugendlichen irre gehen, liebe Geschwister, sie verschwenden ihre Zeit. Du siehst sie die gesamte Zeit mit Facebook beschäftigt, mit PlayStation beschäftigt, mit irgendwelchen Filmen, die sie 10, 20 Mal geschaut haben. Sie verschwenden damit ihre Zeit. Höre, was Allah Azza wa Jalla sagt. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتِ. Und wenn zu einem von ihnen der Tod kommt, dann wird er sagen, oh mein Herr, schicke mich zurück zur Dunya. Warum will er zur Dunya zurück? Um eine gute Tat zu machen. Er hat seine Zeit verschwendet und kam nicht dazu, gute Taten zu machen. Oh mein Herr, schicke mich zurück zur Dunya. Warum? Damit ich etwas von dem tun kann, was ich in der Dunya vernachlässigt habe. Allah sagt zu ihm, Kalla! Keineswegs. Weil Allah weiß, dass dieser Mann ein Lügner ist. Keineswegs. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawm yub'ath. Das ist nur ein Wort, was er spricht. Und hinter ihnen ist eine Trennwand. Sie können nicht wieder zurück zur Dunya. Allah hat seine Sache beschlossen. Er wird bereuen, dass er seine Zeit verschwendet hat. Ja, wie viele Raumschiffe willst du noch abschießen bei deiner PlayStation? Wallah, ich verstehe nicht, wie man damit seine Zeit verschwenden kann. Sogar haben wir gehört, dass es Leute gibt, wenn eine neue PlayStation rauskommt, dann ist er schon stundenlang vor dem Geschäft. Stundenlang. Er wartet nicht beim Jum'a stundenlang, bevor es anfängt. Er wartet nicht vor einem Gebet stundenlang. Nein, er geht zum Mediamarkt, wenn ein neues Telefon kommt, mit dem er auch die gesamte Zeit seine Zeit verschwendet. Facebook macht es möglich, Base macht es möglich, diese gesamten Dinge. Er wartet stundenlang und er macht Tawaf. Ja, aber nicht um die Kaaba, um Mediamarkt. Um Mediamarkt. 4 Stunden vorher, 5 Stunden vorher. Warum? Es geht um seine Dunya. Höre diese Ayah. Allah Azza wa Jalla sagt, وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. Und wenn du doch nur die Verbrecher sehen könntest, sagt Allah Azza wa Jalla, wie sie vor dem Höllenfeuer stehen und sie werden zu Allah sagen, O unser Herr, wir haben jetzt die Wahrheit gesehen, zu spät. Und wir haben gehört, in der Dunya haben wir die Ermahnung nicht gehört. Die Leute haben zu uns gepredigt, aber wir wollten nicht zuhören. وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا, so lasse uns wieder zurück. Wenn du doch nur die Verbrecher sehen würdest, sagt Allah Azza wa Jal, wie sie demütig ihre Köpfe vor Allah Azza wa Jal senken. So. Demütig. Ja, du solltest hier demütig sein, in der Dunya, damit Allah yawm al-qiyama deinen Kopf erhebt.
Allahumma a'izzana bil Islam. Damit Allah deinen Kopf erhebt. Aber je mehr du hier in dieser Dunya deinen Kopf erhebst, umso mehr wirst du erniedrigt, yawmul qiyamah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, inna allaha yarfa'u bihada al-kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah, er erhebt ganze Völker, Menschen mit diesem Koran und er erniedrigt andere Leute durch den Koran. Der Koran ist deine Izza. Entweder hältst du dich daran und du wirst Izza und Ehre und Stolz bekommen, oder du hältst dich an etwas anderes und wallahi, du wirst erniedrigt werden. Und lasst uns darüber reden, liebe Geschwister. Wie können wir diese großartige Stellung zurückbekommen? Wie können wir uns vor dem Irre gehen als Jugendliche und auch andere schützen? Ich sage es, es ist nur mit einem Wort, mit der Religion. Und wisse, o Diener Allahs, und probiere so viel du willst. Wallahi al-Azim, du wirst niemals glücklich werden, außer, dass du dem Koran folgst. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte von Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَيْهِ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Derjenige, der aber meiner Rechtleitung folgt, so wird er nicht irre gehen. Nicht irre gehen, höre, nicht irre gehen, wenn du dich an den Koran hältst. Nicht irre gehen und nicht traurig sein. Allahu Akbar. Nein, der Koran macht dich fröhlich, o Diener Allahs. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Derjenige aber, der sich vom Koran abwendet, von der Religion Allahs, so wird er ein enges Leben bekommen. Weißt du, was es bedeutet, ein enges Leben? Du wirst unzufrieden sein, egal wie viel Geld du besitzt. Egal wie viele Frauen du hast, egal wie viele Häuser du besitzt, egal was du von der Dunja hast, du wirst ein enges Leben haben, eine enge Brust. Einer der Kuffar, er sagte einmal zu den Menschen, gib mir ein Messer. Sie sagten, was möchtest du mit dem Messer? Er sagte, ich möchte meine Brust aufschlitzen, um zu sehen, wo die Enge in meinem Herzen herkommt. Wo die Enge in meinem Herzen herkommt. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Derjenige, der sich aber von meiner Religion abwendet, so wird er ein enges Leben haben. Unzufrieden, voller Sorge, voller Kummer. Er wird kein glückliches Leben führen. Wallahi, du wirst nur glücklich werden durch die Anbetung zu Allah Azza wa Jalla. Dein Körper, o Diener Allahs, kannst du sogar mit Haram füttern. Ja, theoretisch gesehen mit Schweinefleisch, was verboten ist. Dein Körper wird das akzeptieren, aber deine Seele wird mit niemals zufrieden sein, außer mit dem Gedenken an Allah. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله عز وجل sagt und diejenigen, die gläubig sind, dessen Herzen im Gedenken an Allah Ruhe finden, wahrlich, die Herzen werden doch nur ruhig durch das Gedenken zu Allah. Probiere, was du willst, Allah hat dir die Lösung gegeben. Allah hat dir die Lösung gegeben, o Diener Allahs. Ibrahim ibn Adham, einer der Tabi'in, einer der Schüler von den Sahaba, radiyallahu anhum wa arbahum, liebe Geschwister, er war ein Königssohn. Er hat alles besessen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie ein Sohn von einem König lebt. Er hat alles besessen. Eines Tages ging er auf die Straße. Und dann kam einer von den Gläubigen. Er sagte zu ihnen, Taqillah, fürchte Allah. Fürchte Allah. O du Diener, der du lebst, wie du willst. Hat Allah dich dafür erschaffen? Fürchte Allah! So sagte Ibrahim ibn Adham, das waren die Worte, nach denen ich gesucht habe. Ab diesem Zeitpunkt ist er Multazim geworden, hat er angefangen, die Religion zu praktizieren. Der war ein Königssohn. Dann ist er vom Königshaus rausgegangen, o Diener Allahs. Und eines Tages saß er mit seinen Gefährten zusammen, Ibrahim ibn Adham, der ein Königssohn war. Und er aß trockenes Brot, hartes Brot. Und er hat es eingetaucht in das Wasser. Stellt euch mal vor, dieses Brot, ungenießbar. Er hat dieses Brot eingetaucht in das Wasser, um es überhaupt essen zu können. Und in diesem Zustand sagte er, obwohl er das Leben der Könige gekannt hat, er sagte, höre zu, لو علم الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور لقتلونا عليه بالسيوف. Er sagte, wallahi, wenn die Könige dieser Welt wüssten, in welch glücklicher Verfassung wir Muslime sind, sie würden mit den Schwertern kommen, um uns zu bekämpfen, damit sie auch diese Glückseligkeit bekommen, indem sie sie von uns nehmen. Ibrahim ibn Adham. Und einer der Salaf-Gelehrten sagte,
إنه يمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة على مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. Er sagte, das Herz erfährt Momente. Momente, leider haben wir dieses Süße nicht immer im Herzen, weil das variiert. Je gläubiger wir sind, umso mehr werden wir die Süße dieser Religion schmecken, liebe Geschwister. Je mehr wir uns aber vom Weg abwenden, umso weniger werden wir diese Süße schmecken. Er sagte, dieses Herz erfährt Momente, wenn der Mensch diese Süße im Herzen erfährt, dann sagt er sich, höre zu, wenn die Paradiesbewohner so glücklich wären wie ich, dann sind sie wahrlich glückliche Menschen. Allahu Akbar. Und das nur durch die Religion. Das nur durch die... Du kannst lachen, ja, Achil Karim. Du hast einen Grund, auf die Vergebung Allahs zu hoffen. Wenn du auch ein Sünder bist. Aber du gehst den wahren Weg. Du folgst dem Islam und versuchst auf beste Art und Weise deiner Religion zu folgen. Du hast wenigstens Hoffnung auf das Paradies. Hat das ein Kafir? Ich frage dich. Und diese Hoffnung lässt uns leben. Und ohne diese Hoffnung wären wir nicht in der Lage zu leben, o din Ambas. Und dass du an deinem Gebet festhältst, Allah Azza wa Jal sagt dir, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wahrlich, das Gebet hält ab vom Schändlichen und Abscheulichen. Fragst du dich nicht manchmal, warum die Leute, die nicht beten, üble Sachen machen? Weil Allah sagt, wahrlich, das Gebet hält ab vom Schändlichen und Abscheulichen. Solange du betest, wirst du davon abgehalten. Es sei denn, du betest richtig. Auch ein Munafiq, ein Heuchler betet. Wir meinen nicht diese Leute. Wir meinen Leute, die demütig beten. Wenn du betest, wird Allah dich abhalten vom Schändlichen und Abscheulichen. Aber sobald du das Gebet verlässt, wallahi, wisse, du wirst hereinfallen in die Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten. Und ich erinnere dich mit den letzten Worten, o Diener Allahs. Und das ist der Grund, warum viele Leute nicht glücklich sind. Sie beten nicht. Und nähern sich nicht ihrem Herrn und kennen Allah Azza wa Jal nicht und sie wissen nicht, wer Allah Subhanahu wa Ta'ala ist. Sie haben sich vom Gebet gänzlich abgetrennt. Manchmal kommen sie zum Jum'ah. Einmal in der Woche kommt er zum Jum'ah und er betet. Höre, was unsere Gelehrten sagen. Sie sagen, لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة أعظم من قتل النفس. Die Gelehrten stimmen alle darin überein, dass das Unterlassen des Gebetes noch gewaltiger an Sünde ist, als eine Seele zu töten. Hast du gehört? Als eine Seele zu töten. Wa min akhdhi al-amwal. Und Geld zu klauen von den Leuten. Wa min az-zina. Und schlimmer als die Zina. Wa shurb al-khamr. Und das Trinken vom Alkohol. Und und etwas zu klauen. Wenn du all diese Taten machen würdest, du wirst bei Allah nicht so bestraft, wie wenn du das Gebet unterlässt. Das Gebet zu unterlassen, ist deine und meine Vernichtung. Möge Allah Azza wa Jal uns am Gebet festhalten lassen. Möge Allah Azza wa Jal unsere Jugendlichen nicht in die Irre gehen lassen. Die Frauen unter ihnen nicht und die Männer unter ihnen nicht. Möge Allah Azza wa Jal uns Taqwa in unseren Herzen geben. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns Yawm al-Qiyamah mit unserem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vereinigen und mit den Sahaba radiyallahu anhum wa abdahum und denen, die ihnen auf beste Weise gefolgt sind. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.